Hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum Thema Reich werden mit Gott und Bibel. Von Jesus lernen heißt Millionär werden. Was erzählt uns die Weihnachtsgeschichte? Ein kleines Kind liegt nackt im Stroh. Wer hätte gedacht, dass dieses Kind zu einem der einflussreichsten Menschen der nächsten 2000 Jahre werden sollte? Jesus hat es geschafft. Er war ganz unten und er hat sich hochgearbeitet. Wie hat er das gemacht? Er hat Menschen geholfen. Helfen ist eine der Schlüsselqualifikationen, um reich werden zu können. Wir verkennen das heute gerne, aber im Westen leben wir in einer zutiefst christlich geprägten Gesellschaft. Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Wer hilft, leistet etwas und wird dafür belohnt werden. Jetzt sagen Sie vielleicht, dass Sie zu klein sind und nicht helfen können. Ist das wirklich wahr? Jesus lag nackt im Stroh, aber er konnte den Menschen helfen. Lassen Sie sich davon ermutigen. Wenn Sie helfen wollen, können Sie helfen. Sie fragen sich, wie Sie reich werden sollen, wenn Sie anderen helfen. Sie haben Angst, etwas zu verlieren, wenn Sie helfen. Helfen Sie trotzdem. Wer anderen hilft, der kann auch reich werden. Wer dagegen abwehrt und sagt, dass er nicht helfen kann, weil er zu klein ist, der wird auch zu klein sein, um reich zu werden. Wachsen Sie durch Ihre Hilfe und werden Sie reich. Wenn Sie das nächste Mal gebeten werden und ablehnen wollen, fragen Sie sich, ob Sie die Zeit, in der Sie nicht helfen, wirklich dafür nutzen, finanziell voranzukommen. Oder wollen Sie nur nicht helfen, um die Hände in den Schoß legen zu können? Denken Sie jetzt an Situationen zurück, in denen Sie nicht geholfen haben. Und stellen Sie sich die Frage, konnten Sie nicht helfen oder wollten Sie nicht? Wollten Sie die Hände in den Schoß legen? Merken Sie etwas? Die meisten Menschen machen sich klein und können nicht helfen, weil sie das nicht wollen. Seien Sie anders, helfen Sie und werden Sie Millionär. Frohe Weihnachten und eine volle Brieftasche.